gesagt, Civitale del Friuli, und also das ist genau für nichts. Brauch jemand ein Garmin-Navi, David? Die nicht funktionierendes Garmin-Navi zu verkaufen. Nichtsdestotrotz sind wir frohmutig und es geht Richtung Stol. Ausgangspunkt und Endpunkt der Tour ist Kovarit in Slowenien. Für die Auffahrt nutzen wir die alte Militärstraße. Ist der Bäcker kommt in der Früh, man bekommt Wasser, das man vorher verloren hat, und ja, die Leute treffen sich. Ist nett, so richtig am Land halt. Perfekt. Meter noch bis zum Sattel. Oh, es zahlt sich. Hat sich gezahlt. Ja.
Es hat etwa 4 Stunden gedauert, dass wir die 1200 Höhenmeter von Kobarit bis zu diesem Scheitelpunkt überwunden haben. Nach einer kleinen flüssigen Stärkung beginnen wir mit der Abfahrt. Dschungelcamp, holt mich hier raus. Oi, schöne Blume. Thank you.
mal das los, den Flow ein bisschen vermiesen da, oder? Ja, das ist jetzt. Ich meine, die Strecken war genial, die sie geputzt war, gell? Aber ja. So. Ich meine, es ist natürlich nicht lässig, aber man muss was Positives sehen. Es ist halt da oben bei dir. Ja. Ein bisschen aufgeschürft. Es tut ein bisschen weh jetzt von dem Gestrüpp, aber mein Gott. So ist die Natur gut und jetzt geht's weiter. Ja, jawohl. Irgendwann sind wir beim Bier und dann werden wir sagen, das war lässig. Geschafft. Ist das schmuckhaft.